Hallihallo. Ich habe am Wochenende so ein bisschen um gewerkelt, sage ich jetzt einfach einmal. Und wenn man auf Instagram folgt, hat unter Umständen die zwei ETC schon gesehen. Und ich wollte euch heute sagen, wie ich da den Hintergrund gemacht habe. Genau. Ich habe das Video jetzt Pop-up Your Embossing Powder benannt. Ja, weil im Prinzip, ja, ich sage es euch jetzt einfach. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Und zwar habe ich mir jetzt ein bisschen was schon hergerichtet, klarerweise. Einerseits arbeite ich halt mit der Texture Paste von Distress. Und zwar ist das die opake, also nicht durchscheinend. Dann habe ich mir klarerweise Embossing Pulver hergerichtet. Da habe ich jetzt einmal das Türkis, dann habe ich Gold, was ist das? Blue Glass, also blaues Glas. Dann habe ich mir D2 ausgesucht. Peeled Paint und Vintage Photo. Das sind aber die. So, wie heißen sie denn? Das sind die durchscheinenden. Embossing Glaze, glaube ich, heißt das. Und dann habe ich mir das noch ausgesucht. Das ist Zement. Ich habe mir auch ein paar Oxide-Kissen hergerichtet. Ups. Beziehungsweise Oxide-Sprays. Zwei verschiedene Spachteln und Schablonen. Schablonen, genau. Das war es im Prinzip, denke ich. Legen wir das jetzt gerade drunter. Ah, das macht mein Bild wieder schön dunkel. Sorry, aber ich brauche die. Das ist auch noch für sich so eine Ink-Blending-Matte von Woodware. Die geht aber auch gut, wenn man mit Basteln arbeitet. So, dann brauche ich nehmen wir die da. Ja, ich hab mir da so Schachtel schon hergestellt. Da habe ich mir Aquarellpapier einfach schon in die Größe eines Tags geschnitten. Da brauche ich nicht immer zuschneiden gehen. Da habe ich mir ein paar vorgerichtet. Ich habe jetzt ausgesucht die zwei Schablonen. Die sind beide von Gummiaban. Einmal die Nummer 76, das ist die da. Und einmal die Nummer 3. Und das fangen wir an. Wir nehmen jetzt zuerst die. Und da schaue ich jetzt, wie ich die da drauf haben möchte. So, denke ich. Ja. Und dann nehme ich mal meine Paste. Ja, ich tue mir da eben so ein Stück Frischhaltefolie drüber. In der Hoffnung, dass sie nicht zu so schnell austrocknet. Also ich habe sie schon relativ gut hergenommen. Relativ. Ich zeige euch dann alles, was ich da damit schon gemacht habe. Ich nehme da jetzt einfach ein bisschen. Ich will das jetzt nicht einmal komplett durchstenzeln. Sage ich jetzt einfach mal, ist das ein Wort? Keine Ahnung. Ich will da auch so ein bisschen freie Fläche haben. Aber ich fange jetzt einfach mal da herunten, glaube ich, an. Weil da sind ein paar interessantere Stellen, wo es sowieso schon nicht so komplette Formen sein, weil sie schon ein bisschen ausgerissen sind. So, und dann tue ich mir noch da oben.
Soll ich das da eingehen lassen? Nein. Also das könnt ihr machen, wie es euch gefällt. Das könnt ihr klarerweise auch komplett durchtun. Also bleibt vollkommen euch überlassen. Ziehen wir jetzt den Überschuss ab. Schablone vorsichtig runter und dabei irgendwo in Sicherheit bringen. Die Paste trocknet relativ schnell ein, wobei man sie aber mit sag jetzt mal warmen Seifenwasser kriegt es eigentlich gut wieder runter, auch wenn es jetzt schon ein bisschen eingetrocknet ist. Das tue ich mir jetzt auch da runter. Und jetzt habe ich klarerweise durch Schablonieren da überall so ein bisschen einen Rand. Den tue ich mir jetzt einfach runter. So. Ja, ich hau das alles wieder da rein. Das ist die Paste Steier. Das geht nicht, dass ich das einfach alles wegschmeiße. So. Und wenn das jetzt nur feucht ist, bleibt euch da das Embossing-Pulver drauf hängen. Das heißt, ich nehme das jetzt, die tue ich aber dabei weg, da nehmen wir jetzt ein Blatt. So. Du darfst jetzt einmal drüber wandern. Und jetzt gehe ich her und nehme mein Embossing-Pulver. Also ich mache das jetzt mit einem kleinen Spatel, da gibt es ja auch so kleine Löffelchen oder sonst was. Und tun wir das jetzt einfach mal da drauf, bis man gefällt. So. Und dann trenne ich das einmal um. Und klopfe mir einfach den Überschuss einmal ein bisschen runter. Wenn es jetzt da, so wie da, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Paste drauf. Das kann man mit dem Finger oder mit dem Pinsel wegtun oder es lasst es einfach. Das ist einfach so, ja, ich würde mal sagen, ein interessantes weiteres Detail. So. Was habe ich da jetzt mit drin? Gute Frage. Muss ich dann raus tun? Dann hole ich mir die nächste Farbe. Ich mache jetzt mit Türkis. Das tue ich mir jetzt ein bisschen großzügiger drauf, weil die Farbe gefällt mir irre gut und die hat da einen Goldanteil drinnen. So. Ja, ich mache das danach auch mit dem Pinsel ein bisschen sauber, dass sich meine Pulver nicht gar so arg vermischen, weil die Gefahr bin ich da überhaupt nicht im Bild. Sorry, falls ich jetzt draußen war. Und mit der letzten Farbe, in dem Fall jetzt Gold, suche ich mir eben einfach eine Eckerle, wo ich es gut heben kann, wo eben nichts ist. Und mit der gehe ich jetzt einfach nochmal über alles drüber. Das sollte man dann theoretisch an allem, wo eben noch kein Embossing-Pulver drauf ist, hängen bleiben. Und das schaut jetzt so aus. So. Einmal weg. Ich muss jetzt gerade meine Degerlen zumachen da. Und dann gehe ich her und tue das embossen und ich werde schauen, dass ich ein bisschen aufstehe und euch das ziemlich weit oben zeige. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so.
So. Den Föhn ein bisschen heiß werden lassen. Ich tue es jetzt allem immer zuerst so ein bisschen von hinten und dann eben von vorne. Und ich hoffe, man sieht das jetzt dann, wie das Aufpoppen anfängt. Ich zeige es euch dann nachher nur mal. Wenn ihr die Texturpaste eintrocknen lasst, poppt es nicht mehr auf. Also dann ist ja die Texturpaste hart und dann poppt es auch nicht mehr auf. Dann bleibt es einfach flach. Moment, ich muss Ecke wechseln. Es wird langsam heiß. Dann kannst du das schon sehen, dass das aufgepoppt ist, ich glaube schon. Möchtest du nur Gold? Bitte, danke. Durch das, dass ich euch das jetzt alles erklärt habe, ist die Paste wirklich schon ein wenig eingetrocknet, aber es ist an manchen Stellen gut gegangen. Ich sehe jetzt nicht, ob es das wohl so sechs ist. Wenn man die Kamera noch scharf stellen darf, da sieht man es gut. Also das ist jetzt nur teilweise aufgepoppt, wie gesagt, weil ich einfach jetzt ein bisschen zu lang gewartet habe. Bei dem sieht man es gut. Das ist relativ flach, ja. Aber es sind einige aufgepoppt, nicht komplett, manche nur so an gewisse Stellen. Und ich finde, das schaut jetzt sehr interessant aus. Und das bleibt auch so. Also wenn ich jetzt nicht, wenn es nur so warm ist, da jetzt eine Tatscheln tue und das auch ich drücke, dann bleibt das auch so. Das 6 zum Beispiel bei dem da. Also das ist nur richtig heraus, das auch. Da bin ich mit so einem groben Embossingpulver drüber. Das lässt sich jetzt auch noch ganz cool angreifen. Das schaut jetzt eben ja, so aus. Farbkombi gefällt mir wieder gut. Ich mag den Türkiston irre gern. Also mit dem arbeite ich extrem viel. Und ja, das lasse ich jetzt wirklich gut abkühlen. Und ich habe ihm dann noch einen zweiten. Da nehmen wir jetzt die Schablone her. Ich nehme wieder meine Matten. Ich nehme meinen zukünftigen Tag. So. Und jetzt nehme ich eben da Nummer 76 von Gummiaban. Und schau, dass ich die jetzt halbwegs zentriere, weil das gefällt mir eigentlich bei der am besten. So. Und auch da tue ich jetzt nicht alles komplett, sondern eben nur so stellenweise. Das war zu viel. So, da la. Schöpfung.
Damit tun wir wieder weg. Das tue ich mal wieder einsammeln. Da fahre ich mir jetzt wieder einmal den Rand entlang, dass ich die Kanten halbwegs schön habe. Wo ich mal durch. Und dann nehme ich mir wieder mein Plattel, das ich da vorne sauber gemacht habe. Und jetzt gehe ich einmal mit dem Zement drüber. Wo habe ich Platz zum Heben? Da. Einmal. Also je weniger die Paste eintrocknet, umso mehr poppt sie. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Das war eigentlich Zufall. Ich wollte eigentlich nur eben so ja, Texturpaste und eben ein paar schöne Tags für meinen Vorrat. Und dann habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach mal so zur Paste und tue ihm dann Embossing-Pulver drüber. Und haben wir da im Prinzip, ich glaube, vier habe ich hintereinander gemacht und habe dann das, was ich zuletzt gemacht habe, als erstes geföhnt. Und da ist das dann passiert, dass das auf einmal so aufgepoppt ist. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das schaut aber cool aus. Da muss ich doch ein Video machen. Ja. So. Jetzt habe ich einmal komplett daneben geschüttet, oder? Na gut, doch nicht. Patricia, es tut mir leid, ihr werdet jetzt wieder das Herz bluten. Die sammelt jedes Krümelchen vom Embossing-Pulver wieder ein. So. Und da gehe ich jetzt her. Da einmal zuerst von hinten. Bin ich eh im Bild? Ja. Und dann von vorne. Jetzt schauen wir, ob das da jetzt ein bisschen besser geht. Ich habe jetzt ja ein bisschen schneller gearbeitet. Mein Föhn ist noch nicht richtig groß. Jetzt. Und ich habe mein Handy schon wieder nicht auf leise gestellt. Ich weiß nicht, wie ich das am besten einfangen soll in der Kamera, aber es ist echt. Wenn es das daheim macht, es ist echt, wenn du zuschaust, das schaut so genial aus. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das mit irgendwelchen anderen Pasten auch geht. Das kann ich euch nicht sagen, das habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich habe es eben jetzt nur mit der von Venture getestet. Jetzt wird das wieder ein wenig heiß. Ich habe eigentlich so ein Tool zum Heben, ne? Aber ja. Keine Ahnung, wo ich das schon wieder habe. Das ist jetzt relativ coole Farbkombi, weil eben die das Braune und das Grüne, das sind ja so durchsichtig, ne? Und das Graue, was ich da hergenommen habe, das ist ja so ein raues. Also Farbkombi, es schaut interessant aus. Weil jetzt halt einfach das andere, das glänzt und das Graue ist aber matt. Das ist so Antik-Zement heißt das. Keine Ahnung, irgendwann einmal irgendwo bestellt, fragt es mich nicht wo.
Und die anderen, die sind ja eben durchsichtig oder durchscheinend, ne? Und so schaut das jetzt aus. Da ist es jetzt besser gegangen, aber ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Da glaube ich, sehe ich es relativ gut. Also das ist jetzt so richtig schön so rundlich geworden, aufgepoppt. So, mal die sauber machen, weil sonst habe ich ein Problem. So, und die könnt ihr jetzt natürlich im Hintergrund auch noch einfärben. Wie gesagt, ich habe jetzt da eben einmal Oxide Sprays hergerichtet und einmal Oxide Kissen. Und zwar die für das farblich abgestimmt und für das eben die da. Mit den Oxide Sprays am Tisch sprühen funktioniert nicht, weil sonst habe ich da hinten alles voll. Da schalte ich dann kurz die Kamera ab und sage es euch dann. Aber das mit den Kissen, das kann man natürlich machen. So, was habe ich da jetzt? Peeled, Paint. Die richtigen Bürsten finden. Einmal. Na. Da habe ich einmal Peeled, Paint. Moment, wer sucht, der findet. Ich habe die nämlich momentan alle einfach da drinnen. Sie sind zwar beschriftet, also ich habe mir da hinten überall ein Schild drauf dran, aber das sind eben noch lange nicht alle Farben. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Farbe hernehme, eben wie das gerade Stimmer, ich habe mir jetzt ein neues Bürstel geholt. Das heißt, das muss ich dann danach beschriften. Upsi. Für das habe ich eins, für das habe ich auch schon eins. Und jetzt kennst du das im Prinzip. Da ist überall Embossingpulver. Ich spür's. Ich muss meine Paste auch schnell zumachen. Moment. Da habe ich mir einfach so ein Stück Frischhaltefolie abgeschnitten, so viereckig. Das tue ich einfach da drüber. Und dann schraufe ich das zu und dann kommt eben nicht so viel Luft zu. Und dann sollte sie weniger schnell austrocknen. Habe ich irgendwo im Internet gesehen, keine Ahnung, ob es stimmt. Ich nehme jetzt auch wieder die, weil das ist ja eigentlich eine Blending-Matte. Ne? Ich habe es jetzt gleich umgedreht, weil auf der Rückseite habe ich nur Paste drauf. Und dann gehe ich her und tue da einfach im Hintergrund ein bisschen Farbe. Und ich mache das einem vorwiegend so, ich meine, ich habe mir jetzt ja im Prinzip drei sehr ähnliche Töne wie da, beziehungsweise Peeled Paint ist sogar da drauf. Dass ich das da drauf tue, wo eben nicht gerade die Farbe ist. Das heißt, das Grau tue ich jetzt halt eher vielleicht bei den Brauntönen. Klar überlappt sich das, aber das ist ja von dem her egal. Dann lassen wir das so mal. Dann nehmen wir das Scotch Timber. Das tue ich jetzt über Grün drüber. Weil sonst habe ich Grün-Grün. Das funktioniert dann natürlich auch nicht. Und das wird sich jetzt sicher denken, ja, aber jetzt ist ja das Embossing-Pulver auch dunkel. Ja. Derweil einmal. So. Upsi, da ist ein Haar von mir. Die Bürsteln habe ich übrigens alle so nach und nach entweder beim Action oder beim Teddy mitgenommen. Derweil einmal funktionieren sie gut für mich. Da gibt es ja auch einen Haufen Marken von dem her, aber
Ja, das geht halt, wenn ich jetzt wirklich für jede Distress habe, ein Bürstel haben will, geht das ein bisschen ins Geld. Selbst mit der Variante. So, das lasse ich jetzt mal so. Schaut um die Farbe, was da drauf ist, aber tun wir da jetzt ein bisschen Wasser drauf. Nimm ein Babytuch und wisch das jetzt einfach aber. So. Und das nehme ich dann vielleicht später nochmal her. Mal gucken. Und das lasse ich dann trocknen. Es gibt ja einige Möglichkeiten, wie man dann die trockenen Babytücher verwenden kann, aber ich sage euch irgendwann in nächster Zeit etwas, was ich damit mache. Also solltet ihr keine getrockneten Babytücher, die irgendwie mit Farbe verschönert worden sind, sagen wir es einmal so, daheim haben, dann hebt euch die in Zukunft mal ein bisschen auf. Wie gesagt, da kommt jetzt dann bald ein Video. Ich weiß noch nicht genau wann, aber ich gebe mein Bestes. Da, und das sechs jetzt eben, die Oxides haben sich jetzt klarerweise über das Embossing-Pulver gelegt. Und dann nehmen wir mal jetzt einfach ein trockenes Tuch. So. Ich habe jetzt allein das da. Ich hoffe, das funktioniert. Fusselt voll. Das ist nichts. Moment, ich habe das auch noch da. So. Und jetzt gehe ich einfach vorsichtig. Das ist auch trocken. Vorsichtig über die ganze Schablone oder über das Schablonierte gehe ich jetzt da vorsichtig drüber und hole mir das Oxide wieder runter. Und sollte sich darunter jetzt unter Umständen das, was eigentlich drauf bleiben sollte, ein bisschen lösen, ja, dann ist es halt so. Aber im Normalfall sollte es am Papier eigentlich schon gut heben. Und sich eben nur von der glatten Oberfläche, sage ich jetzt mal, lösen. So. Es kann auch mitunter sein, wenn da so kleine Fitzellen drauf sind von der Paste, dass die mit dem Reiben runtergehen. Was jetzt aber auch nicht so tragisch ist, weil dann tut es einfach nochmal ein bisschen Farbe drüber, dann sieht man es nicht mehr. Und was ich jetzt auch noch mache, ich gehe da jetzt mit ein bisschen Wasser drüber. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich große Tropfen. Ja, das ist mit meiner rechten Hand, ich habe da einfach kein Ding dafür. Und gehe dann einfach wieder so drüber. Ja, das hat schon funktioniert. Und dann habe ich eben da die typischen Flecken, was die Oxides halt machen. Habe dann im Hintergrund einfach auch nochmal ein bisschen eine Struktur drinnen, optisch von dem her. Schauen. Und ich kann es ein bisschen heller machen und somit habe ich auch mein Schabloniertes wieder ein bisschen im Vordergrund, wobei das ja im Prinzip der Hintergrund für etwas ist. Ne? Man, klar, ich kann das jetzt als Text schneiden und kann das einfach so auch hernehmen. Sowieso. Schneide ich mir halt da die oder habe ich es dann? Ich nehme da einen den her, den habe ich mir bei Craftelier irgendwann nochmal bestellt. Der hat da drei verschiedene Ecken. Und das braucht es dann eigentlich gleich einfach so anlegen. Ups. Und das geht auch durch die Strukturpaste durch und sprengt sie nicht weg. Also, das ist schon schön gerade.
Geht aber genauso mit einer Schere. Also, wenn ihr sowas jetzt nicht daheim habt, das schaut jetzt auch sehr interessant aus. Ja, im Prinzip kannst du es so lassen. Es kannst du ein Happy Birthday drauf tun und das an ein Geschenk hängen, zum Beispiel. Und das gleiche Muster und die gleiche Form einfach nochmal in der Karten hängen, dann habt ihr so ein Set. Also wenn man da Geburtstagskarten macht und einen Aufleger so schabloniert und embossed und einen Geburtstagstag dazu, Geschenksanhänger in dem Fall dann, ist ja auch total nett. So wenn man da die Kombi hat im Prinzip. Finde ich halt. So, jetzt muss ich mir das ein bisschen wegtun. Das lasse ich jetzt ein bisschen trocknen, weil ein bisschen nass ist, klar, weil es vom Wasser. Und ich mache das jetzt kurz ohne Kamera, weil wie gesagt, am Tisch mag ich das nicht. Weil schon schaut es da hinten aus und da liegt ein Haufen Sachen. Da liegen ein Haufen Sachen. Auch Papiere, wo ich nicht will, dass die Form im Prinzip nur mal so drauf kommen. Das heißt, ich nehme den jetzt und gehe zu meiner Stelle, wo ich immer mit Distress arbeite, also mit Gesprächs, und bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt da drei Farben drauf, dann einmal eben den Türkiston, dann einmal so ein helles Braun und ein dunkles Braun. Und ich doppel mir da jetzt einfach das, was zu viel an Wasser. Ich habe den vorher mit Wasser eingesprüht, dann habe ich die Farben drauf gesprüht. Und danach habe ich nochmal ein bisschen Wasser drauf dann. Jetzt lasse ich das gerade ganz kurz. Vielleicht föhnen wir es kurz, aber von weiter oben schon. Ich habe ja Embossing-Pulver drauf. Ne? Einfach kurz ein bisschen föhnen. Und dann gehe ich wiederum mit einem trockenen Tuch, also das ist ja so, ich weiß gar nicht, was das ist, ich habe da so ganze Rollen. Weil jetzt hat sich das klarerweise auf dem Embossen abgesetzt, ich versuche euch das zu zeigen. Also das sind jetzt alles so kleine Tropfen drauf. Ich kann euch auch nicht sagen, ich habe nämlich gedacht, das schaut eventuell, wenn es getrocknet ist, sehr interessant aus. Aber ich habe bis jetzt, ich habe es nicht probiert, ob das drauf trocknet. Weil es ist doch sehr glatt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Beziehungsweise wird es wahrscheinlich, weiß ich nicht, 100 Jahre dauern oder so. Jedenfalls gehe ich mit dem Trockenen durch. Jetzt einfach da drauf. Und nehme den ganzen Überschuss einfach runter. Schaut jetzt so aus. Und da ist mir tatsächlich ein bisschen zu hell. Da werde ich dann nochmal mit dem Spray drüber gehen. Das schaut mega aus. Also das muss immer trocknen. Ich muss dann nochmal mit dem Türkis, glaube ich, gehe ich da nochmal so ein bisschen drüber. Ja, also da muss ich nochmal drüber, aber das mache ich dann ohne euch. Mal schauen. Also, so sechs es. Da sechs es super. Das ist einmal komplett aufgepoppt. Das hat da wirklich nur so einen kleinen, so kleines Areal, wo nicht gepoppt ist. Da ist eben das Kugel. Das ist auch aufgepoppt. Also ich finde es mega, und wie gesagt, wenn es komplett trocken ist und es da nicht, solange es noch warm ist, drauf und man dumm tatschelt, bleibt es auch so. Also, und da ist eigentlich überall relativ gut, deswegen schaut das jetzt sehr gleichmäßig aus, aber es seht ihr ja da zum Beispiel, was da für ein 3D-Effekt eigentlich entsteht. Klar ist das jetzt durch Licht und Schatten, und aber wenn ihr das daheim probiert, ja, dann habt ihr das ja selber und dann seht ihr, also ich war fasziniert. Wann war denn das?
Am Sonntag, glaube ich, habe ich das gemacht oder am Samstag. Ja, ich zeige euch jetzt nur, also im Prinzip angefangen hat alles mit dem. Da habe ich auch Text gemacht. Und das war eben das, was ich als erstes schablonierte habe, aber als letztes geföhnt habe. So, das ist, wenn die Strukturbürste komplett trocken ist. Es hat zwar eine Erhöhung komplett, weil es im Embossingpulver ja auf was Höheren aufgebracht ist, aber es ist kein Pop-up-Effekt. Also es ist alles glatt eben. Schaut auch cool aus, keine Frage. Und das war eben der, was ich zuletzt schabloniert habe, aber dann als erstes geföhnt habe, weil er halt oben oder sehr in meiner Nähe gelegen ist. Die anderen habe ich ein bisschen verteilt. Und da sehe ich schon, also wie schön das. Ja, da habe ich die gleiche Schablone hergenommen. Ich mag die total gern. Und das schaut einfach mega, mega cool aus. Die sind dann so zwischendrin. Da hat es mir wirklich nur so ganz, ganz wenig nur aufgepoppt und ganz viele sind flach. Hat auch etwas. Also wenn man so einfach ein bisschen länger wartet, aber nicht bis es ganz trocken ist, dann poppen eben nur so einige auf. Im Prinzip, was einem da passiert ist, weil ich da einfach. Also man sollte die Paste drauf tun, zügig es Embossingpulver drauf tun und dann wirklich gleich föhnen, wenn man wirklich will, dass das so richtig außerpoppt. Und da habe ich auch nochmal, das ist eh die gleiche Schablone, was ich da jetzt heute hergenommen habe. Genau. Und ich habe eben, nachdem ich das gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich habe mit der Anna einige ETCs in Tausch. Also sie hat sie schon fertig, aber ich hatte eben dann noch welche machen müssen. Das heißt, ich schuld ihr noch welche. Ja? Also ein paar habe ich schon gemacht, da hat sich schon welche ausgesucht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach ETCs. Dann hat die Anna wieder freie Auswahl. Das sind jetzt alle die, was sie sich ausgesucht hat. Also die zwei, wie gesagt, habe ich auf Instagram schon gezeigt. Da habe ich im Hintergrund dann sogar gestempelt, bin dann mit der Schablone drüber, mit der Paste, dann mit dem Embossingpulver, mit der Farbe und dann habe ich noch verschiedene Die-Cuts draufgesetzt, da in dem Fall eben ein Schmetterling. Dann da das Blatt. Die Stanzen sind alle von C6. Die Schablonen kann ich echt gar nicht mehr sagen, das ist kreuz quer. Mit dem, was ich dahinter gestempelt habe, also das ist eindeutig die Holzstempel. Da habe ich die ganz großen Buchstaben im Hintergrund gestempelt, genau, das war auch die Holz. Da habe ich mir also ein Ticket gestempelt, das habe ich auch embossed, eingefärbelt und das habe ich jetzt eben damit so ein Brett versehen und da drauf gehängt. Das Stempel ist von Globaland. Da habe ich keine Ahnung, was ich da im Hintergrund, was habe ich da gestempelt? Sehr große Rauten, ja. Und da habe ich eben auch wieder, das ist eigentlich aus einem C6 Weihnachtsset, so Bären. Ich habe es jetzt halt in Orange gemacht. Irgendwie ist die total Halloween-mäßig. Da habe ich auch wieder mit dem Schriftstempel im Hintergrund, habe dann recht große genommen und da sieht man zum Beispiel, also die ist auf einer Seite komplett aufgepoppt und das bleibt auch so. Die ist auch komplett aufgepoppt. Ja, ist klar, dass die auch dabei ist. Da habe ich so einen karierten Stempel im Hintergrund hergenommen und das ist auch von Sissig so. Mini-Blümchen, die mich halb zur Verzweiflung gebracht haben. Es ist schon sehr, sehr mini. Also es sind sehr, sehr viele kleine Teilchen, die ich auch eingefärbelt auch noch habe. Ne? Da habe ich auch nochmal einen Stempel, so ein Ticket und das drauf dann. Und auch da sieht man wieder super gut, wie das aufgepoppt ist. Ups. Das sind die anderen ETCs, die ihr kennt. Die habe ich alle auf Seite gehabt.
Und ich habe dann eben nur vier gemacht, die was ich aber für mich kalt. Und zwar einmal die da. Da habe ich ganz eine feine oder ja, eine feine Schablone genommen. Da schaut es jetzt gar nicht einmal so extrem aus, aber man sieht es trotzdem ein bisschen. Da habe ich den Baum drauf da, der gefällt mir total gut. Und ich finde den Ast, also den Ast, den Stamm, den habe ich total super hinkriegt. Also, das schaut echt mega aus. Dann habe ich die da gemacht. Schriftstempel, Quadrate mit der Schablone. Und da habe ich jetzt einfach 0815 Fragezeichen. Also ich glaube nicht, aber da sieht man auch wieder, wie schön sie aufgepuppt sind. Das sind jetzt einfach so kleine Bollstellen drauf. Dann habe ich die da gemacht. Da habe ich im Hintergrund auch, das ist so wie Äste. Habe dann eben eine Blattschablone genommen, habe dann das Vogele drauf, dann auch wieder mit dem Ast und das Vogele habe ich auch noch mit Schrift bestempelt. Und dann habe ich noch die da. Wo ich die gemacht habe, hat mein Telefon geleitet. Deswegen ist die Paste ein bisschen eingetrockneter gewesen. Deswegen habe ich da jetzt nicht so einen Pop-up-Effekt. Aber egal, die gefällt mir von der Form her total gut. Ich glaube, da habe ich Rusty Hinge hab ich da drauf gesprüht. Dann habe ich da rein zufällig das Teilchen nochmal dummling gehabt. Das ist vom Frieda Papier von Susanne von Bollenhut Art. Das hat mir jetzt halt super gut gepasst. Und dann habe ich da oben den Schmetterling halt noch drauf dann. Ja, also die gefällt mir irre gut. Ich glaube, das ist meine liebste von allen. Oder? Ja, also ich glaube, das ist mein absolutes Favorit. Bei dir, die schaut jetzt auch gut aus. Also die gefällt mir auch total gut. Und wie gesagt, da brauche ich noch mal, da brauch ich noch ein bisschen Türkis. Dann passt das auch. Die bleiben natürlich nicht so. Da werde ich auch noch irgendwie was drauf tun. Ich weiß aber noch nicht was, deswegen, ja. Sind jetzt halt derweil mal, die liegen derweil so gut, bis ich irgendeine Idee habe. Ja, das war es jetzt im Prinzip. Jetzt habe ich eh noch relativ viel gequakelt und eigentlich noch relativ viel gezogen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das mit jeder Paste geht. Ich habe jetzt eben die da gehabt, habe die hergenommen, weil ich sie ja auch schon offen gehabt habe. Das müsst ihr selber probieren, ob das mit irgendeiner anderen Paste auch geht. Und ansonsten, ja, diese hier kaufen. Sie ist jetzt nicht so günstig, aber ja, sie ist sehr ergiebig. Also ich habe jetzt, das habt ihr gesehen, doch sehr viel mittlerweile gemacht. Und ja, es fällt jetzt halt einmal so ein bisschen. Es geht eigentlich ganz gut. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und das hat euch interessiert und ja, vielleicht macht es das ja auch mal. Was aber ganz sicher funktioniert, wenn es irgendeine andere Strukturpaste nimmt und da Embossingpulver drauf tut, dann habt ihr halt einfach so die Erhöhung. Wie gesagt, das mit dem, dass es so außerpoppt, weiß ich nicht, aber vielleicht gefällt es ja auch gar nicht jedem, aber das mit der Erhöhung, das funktioniert auf alle Fälle und dann habt ihr schon so ein bisschen mehr 3D-Effekt drinnen. Das geht auf alle Fälle auch mit einer anderen Strukturpaste. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer ihr habt. Viel Spaß beim Um und Um probieren, falls ihr es nachmachen wollt. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Tschüss!